Jeden Tag habe ich an ihn gedacht und an ihn vermisst. Und ich habe mir eigentlich nichts mehr als das gewünscht. Ihn endlich mal in den Arm zu nehmen und vor ihm zu stehen, neben ihm zu stehen. Die Geschichte fährt vor gut 20 Jahren in Griechenland an. Rahel ist damals 19 und arbeitet den Sommer lang in einem Hotel. In der Nähe der Stadt Loutraki lernt sie den DJ von einer kleinen Bar kennen, den 25-jährigen Vasilis. Der Vasilis war überhaupt nicht der Typ, den sich alle vorstellen, wenn sie hören, DJ. So ein Aufreißer-Typ. Er war sehr introvertiert und sehr herzlich. Die beiden verlieben sich und schon gleich daraufhin wird Rahel schwanger. Unser Traum war, dass ich unten bleibe. Und ich bin eigentlich nur zurückgegangen in die Schweiz, weil meine Mutter das Geburtstagsfest organisiert hat. 20. Geburtstag. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich wieder runtergehe auf Griechenland und dort leben. Der Jeremy kommt in der Schweiz auf die Welt und da soll er auch bleiben. So stellen sich das die Eltern von Rahel einmal vor. Sie haben nicht wollen, dass ich runtergehe. Sie haben gedacht, das sei ein bisschen unvernünftig. Ja, sie haben auf mich eingeredet, dass wenn du runtergehst und das nicht gut kommt, nimmt er dir vielleicht das Kind weg. Und ja, einfach die Mentalität, das haben sie sich nicht vorstellen können. Und sie haben mich einfach bewahren von dem. Rahel bleibt in der Schweiz und telefoniert noch ab und zu mit dem Vasilis. Als Jeremy 2-jährig ist, fliegt sie mit ihm das erste Mal zurück auf Griechenland. Dort lernt Jeremy seinen Papi kennen. Ja, als ich wieder runtergegangen bin auf Griechenland, um den Vasili zu treffen, und haben wir beschlossen, dass wir das Ruhe lassen und dass, wenn wir den Kontakt wieder suchen, oder der Jeremy den vor allem sucht, dass er offen ist für alles, was er da ist für uns. Rahel fliegt zurück in die Schweiz. Sie ahnt nicht, dass das ein Abschied für eine sehr lange Zeit ist. Der Kontakt zum Vasilis bricht ab. Jahre ist das jetzt her. Der Jeremy ist heute 20 und ist im vierten Lehrjahr als Motorradmechaniker. Er lebt in Kleinandelfingen im Zürcher Wieland, kennt sehr wohl auch seine griechischen Wurzeln, aber der liebliche Vater war für ihn lange Zeit kein Thema. Vor ein paar Jahren aber hat Jeremy gemerkt, dass er mehr wissen über diesen Teil seiner Familie. Er vermisst seinen Vater, traut sich aber lange nicht darüber zu reden. Jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat oder wenn ich einfach selber daran denke, und dann ist es für mich schlimm gewesen, weil dann habe ich einfach gemerkt, irgendetwas fehlt. Und so habe ich dann auch angefangen, halt führen zu schauen, weil in die Gegenwart zu schauen vor allem. Und nicht mir Gedanken zu machen, was fehlt mir, obwohl es halt extrem schlimm war für mich. Der Jeremy wohnt noch daheim, zusammen mit seiner Mutter, ihrem Mann und seiner Halbschwester. Eine glückliche Patchwork-Familie. Aber für den Jeremy ist sie nicht komplett. Also, was mir dann erst klar wurde, ist, was mir eigentlich fehlt, da bin ich 14 gewesen, ungefähr. Und dann hat es halt angefangen mit dem Töffli fahren. Und da wäre es einfach schön gewesen, wenn er da gewesen, wenn ich mit ihm das hätte alles zusammen lernen können, wie funktioniert das oder wie fährt man jetzt mit dem Fahrzeug. Das hat halt oft extrem gefehlt. Und auch sonst, wenn ich Probleme hatte, wo ich jetzt vielleicht nicht mit der Mutter darüber reden wollte, weil ich einfach gerne von Vater zu Sohn geredet hätte. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil halt mein richtiger Vater gefehlt hat. Die Lücke wird für Jeremy immer schmerzhafter. Darum will er seinen Vater kennenlernen. Unbedingt. Ich konnte ihm Fotos zeigen und die Geschichten erzählen, aber er hat einfach die Umarmung, nach der er sich gesehnt hat, oder einfach die Worte vom Vater, dass er sich freut über ihn und alles, das hat er nie gehabt. Ich konnte ihm das sagen, aber er hat es nicht von ihm gehört. Die beiden probieren mit dem Vasilis Kontakt aufzunehmen, aber alle Briefe kommen zurück und auch das griechische Konsulat finden ihn nicht. Niemand hat irgendetwas gewusst, wo das er ist. Und das ist für mich schon halt schlimm geworden, weil ich auch den Gedanken irgendwann gefasst habe, ob er überhaupt noch lebt, wenn er ja nirgends zu finden ist. Vielleicht ist ja. Vielleicht ist irgendetwas passiert oder
ich könnte sonst irgendwas. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und dann habe ich mir dann wirklich angefangen, recht viele Gedanken zu machen. Warte. Ich habe mich halt dann angefangen zu fragen, hat er mich überhaupt gesehen? Oder ist es für ihn, hat er das will? Hat er zu meiner Mutter dort mal gesagt, er will nichts damit zu tun haben? Oder ich habe wirklich halt alle Gedanken gehabt. Der Jeremy hat Angst und so viele Fragen, die ihm niemand beantworten kann. Die Situation belastet ihn sehr. Ich wusste, dass der grösste Wunsch ist von Jeremy, dass er einfach seinem Vater kann in die Arme schliessen kann, seinem Vater sehen, seinem Vater kennenlernen. Dass man das hier endlich zumachen kann, was man hier aufgemacht hat in der Pubertät. Und ich wünsche mir das auch für den Vater, dass die zwei endlich zusammenkommen und vereint sind. Dass ich einfach in die Arme nehmen kann. Das wäre einfach wirklich das Schönste. Der Jeremy hat einen Herzenswunsch und ich möchte natürlich alles daran setzen, um ihm den erfüllen. Jetzt bin ich hier in Griechenland, am Golf von Korinth, hinter mir die Stadt Lautraki. Da haben sich Rahel und Vasilis vor gut 20 Jahren kennengelernt. Also, ich habe einen Namen, ich habe eine Adresse und jetzt hoffe ich natürlich, dass mich das ans Ziel führt. Lautraki hat knapp 10'000 Einwohner. Es ist ein Badeort, wo vor allem die Griechen selber Ferien machen. Zuerst suche ich Vasilis seine alte Adresse. Aber das ist gar nicht so einfach. Excuse me. This address, you know where this is? Ja? It's next street. Thank you. Bye-bye. Capo di Strio. Oh, der Stadtplan sogar. Okay. Die Einwohner von Lautraki sind sehr hilfsbereit. Schlussendlich lande ich bei diesem Haus. Hier hat Vasilis vor 18 Jahren gewohnt. Oh, excuse me. I'm looking for a man here. He's called Vasilis Petas. No? Hier kennt ihn niemand. Aber vielleicht weiss man im Stadthaus mehr. Da sind alle Einwohner von Lautraki registriert. Ja, das war jetzt noch nicht die Auskunft, die ich mir erhofft habe. Ich habe erfahren, dass Vasilis vor ein paar Jahren ins Ausland gezogen ist. Aber ich habe eine Adresse bekommen von einem ehemaligen Arbeitgeber. Und ich hoffe natürlich, dass mich das weiterführt. Die Adresse gehört zu einem bekannten Lokalradio der Stadt. Good morning. I'm Robbie from Swiss Television. What's your name? George ist ein ehemaliger Kollege von Vasilis. Er erzählt mir, dass er zusammen mit ihm die Radiostation gegründet hat, aber das sei schon ewig her. Leider weiss der George auch nicht, wo der Vasilis heute lebt. He got here ages ago. Oh really? He was the one of the founders. Aber dann hat der George eine Idee. Let me ask the people. Καλημέρα. Πού μπορούμε να βρούμε τον Βασίλη? Παρακαλούμε να τηλεφωνήσει στο Λουτράκι Λί, στο Λουτράκι FM. Θέλει να μιλήσει στην βοήθειά σας. Έχει κάποια πληροφορία για το που βρίσκεται. Παρακαλούμε να τηλεφωνήσει αμέσως στο Λουτράκι FM, έτσι ώστε ο Καλημέρα Ρομπέρτο. Ganz Lautraki hört George zu. Er fordert seine Hörer auf, sich zu melden, wenn sie den Vasilis kennen oder wissen, wo er sich im Moment aufhält. Jetzt kann ich nur noch warten. Vielleicht meldet sich tatsächlich jemand beim George. Ein bisschen Glück hat noch nie geschadet. Am nächsten Morgen langsam verwacht das Leben zu Lautraki. Und auch ich bin schon früh wach. Es könnte ja sein, dass sich der George gemeldet hat. Limera. Hello. Good morning. Good. Do you have anything for me? Yes, George from Lautraki Radio Station called you. Und tatsächlich, jemand hat beim Radio angerufen, sagt bei mir im Hotel. Odos Onero. Und ich komme eine Adresse über, wo der Vasilis vor einer Weile gewohnt hat. Ich bin gespannt, was, oder besser gesagt, wer mich hier erwartet. Zurück in der Schweiz fahre ich sofort zum Jeremy. Ich habe Neuigkeiten mitgebracht.
Aber zuerst muss ich ihm jetzt einmal erzählen, dass ich von seinem Wunsch weiss und seinen Vater gesucht habe. Der Jeremy hat keine Ahnung, wo der Tag für ihn wird enden. Guten Morgen, Röbi Koller. Grüezi. Bist du der Jeremy? Ja. Zuberbühler? Ja, genau. Ich bin von Happy Day, Schweizer Fernsehen. Ah ja. Hast du einen Moment Zeit für mich? Ja, sicher. Kann ich reinkommen? Ja, sicher. Ich muss etwas besprechen mit dir. Okay, merci. Okay. Ich kenne ihn vom Fernsehen. Aber ich dachte, der ist jetzt hier im falschen Haus. Also, der wird sicher nicht zu mir. Schön haben Sie hier, Jeremy. Ja, ist gemütlich. Mit wem lebst du denn hier? Mit der Mutter und ihrem Ehepartner und der kleinen Schwester. Also nicht mit deinem Vater? Nein, nein. Mein Vater wohnt in Griechenland. Mit 1 oder 2 Jahren habe ich ihn noch gesehen. Nachher ist dann der Kontakt verschwunden. Hast du ihn dann mal probiert zu suchen? Ja, ich war mit der Ferien in Griechenland und wollten ihn go suchen, Auffindung machen. Und vom Parlament und nirgends haben sie irgendetwas gewusst, wo er ist oder wo er sonst sein könnte. Vermisst du ihn? Ja, es fehlt natürlich extrem etwas. Jetzt über die ganzen Jahre über einfach. Wäre ich halt froh gewesen, wenn er da gewesen wäre und mich auch miterzogen hätte. Mhm. Ja, fehlt mir recht, aber ich habe mich halt damit angefangen abzufinden und damit anfangen zu leben. Was würdest du fragen, wenn du ihn nicht sehen willst? Ich weiß nicht, ich würde mich auch freuen, ihn zu sehen. Und ich glaube, ich würde sich gar nicht reden können, gross, weil ich einfach recht überrascht wäre, halt, dass, wenn er jetzt wieder vor mir steht. Das ist wirklich schwierig. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich weiss, dass er lebt. Und ich weiß, wo er ist und ich habe ihn getroffen. Nein. Mal? Willst du mal schauen? Ja, gerne. Ich habe hier etwas für dich. Das ist Lautraki, die Heimatstadt von deinem Vater Vasilis. Und da wohnt er auch, aber erst wieder seit einem knappen Jahr. Er ist vor langer Zeit auf Polen ausgewandert, darum hast du ihn nicht gefunden. Anfang dieses Jahr hat es ihn zurück in seine Heimat gezogen, zurück auf Griechenland. Auch weil er gehofft hat, dass du nach ihm suchst und ihn hier besser findest. Dein Vater hat dich in all diesen Jahren nicht vergessen, Jeremy. Jeden Tag hat er darunter gelitten, dass er nicht für dich hier sein konnte. Ich werde den Tag nie vergessen, wo ich Jeremy das erste Mal gesehen habe. Ich habe mir immer einen Sohn gewünscht und für mich ist der Jeremy das grösste Glück auf Erde gsi. Darum ist es für mich das Schlimmste, dass ich die letzten 18 Jahre nicht an seiner Seite sein konnte. Dein Vater denkt jeden Tag an dich, Jeremy. Er fragt sich, wie es dir geht, was du machst und wie du jetzt echt aussiehst. Ich habe ein Foto von Jeremy und die habe ich in einer Truhe aufbewahrt mit anderen Sachen, die für mich wertvoll sind. Aber meine Mutter hat Alzheimer und sie hat die ganze Truhe mit allem, was drin war, weggerührt. Er ist wunderschön, wenn er so lächelt. Er ist einfach das schönste Kind auf dieser Welt. Ich hätte so viel mit dem Jeremy machen. All die Sachen, die ein Vater mit seinem Sohn halt so macht. Ihm zeigen, wie man Musik macht, ihm bei den Hausaufgaben helfen, Geschichten vorlesen oder zusammen Töff fahren. Der Vasilis hat dich in den letzten Jahren immer wieder gesucht. Aber die Telefonnummer und die Adresse deiner Mutter waren nicht mehr gültig. Er hat euch nicht gefunden. Als ich erfahren habe, dass mein Sohn mich sucht, ist mein grösster Herzenswunsch in Erfüllung gegangen.
Das zu wissen, ist für mich wertvoller als alles Geld der Welt. Oh, ist Ist er da? Fährt er auch durch? Er hat die Augen von seiner Mami. Ich habe echt Angst davor, dass mich Jeremy nicht als sein Vater akzeptiert. Am liebsten würde ich ihn jetzt in diesem Moment in den Arm nehmen und ihn einfach nur festhalten. Ja, es ist ziemlich. Es ist ziemlich viel aufgekommen bei dir, glaube ich, jetzt, gell? Das Einzige, was ich ihn gesehen habe in den letzten 18 Jahren. Und es war schön, mal zu wissen, dass er überhaupt noch lebt. Und wo das er ist. Und dass er mich auch gesehen vor allem. Da war ich mir halt immer recht unsicher, ob er das überhaupt will. Er ist unsicher, du bist unsicher. Aber jetzt weißt du, dass er dich gesehen hat. Wolltest du ihn jetzt nicht sehen? Ja, sicher. Also gut, das ist heute dein grosser Tag, dein Happy Day. Weißt du, was machen wir? Wir fliegen auf Lautraki, auf Griechenland. Das sicher nicht jetzt, oder? Jetzt? Du hast etwa eine Stunde Zeit zum Packen. Das ist gut. Ist gut, ja. Ist gut. Einverstanden. Also gut. Ich habe das gar nicht realisiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da noch am Träumen, noch halb am Schlafen. Und es war wirklich so schön in dem Moment. Zu wissen, dass ich ihn sehen kann, dass es ihn noch gibt, dass er noch da ist und dass er mich vor allem auch weg sieht. Nach ein paar Stunden Flug sind wir am gleichen Abend schon zu Griechenland. Und mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages kommen wir zu Lautraki an. Hier am Meer hat Jeremy seinen Vater vor 18 Jahren das letzte Mal gesehen. Lautraki. So schön. Du bist ein halber Griech. Ja, oder? Genau, ja. Ist dir das eigentlich bewusst? Ja, es ist. Nein, eigentlich nicht. Also, bewusst ist es mir schon, aber ich merke es natürlich nicht, weil ich habe keinen griechischen Umgang zu Hause. Es wird nicht griechisch mit mir geredet und eben der Vater hat da gefällt, wo eben der Griech im Haus wäre. Ja, ich glaube, jetzt ist der gleich mal Zeit, um deinen Vater zu sehen. Habe ich das Gefühl, oder? Ja, wir haben mich extrem freuen. Ja, ich bin schon recht lange am Warten. Sollen wir anrufen? Wenn das möglich ist, ja, gerne. Nein, ich muss ihn nicht anrufen. Er ist nämlich schon da. Jeden Tag habe ich an ihn gedacht und an ihn vermisst. Und ich habe mir eigentlich nichts mehr als das gewünscht. Ihn endlich mal in den Arm zu nehmen und vor ihm zu stehen, neben ihm zu stehen. Sorry. No. I'm sorry. It's no problem. I'm sorry.